Dann scannen wir mal. Für eine Nanosekunde. Und Ammo Conservation Project available in Foundry. Sehr gut. Da bin ich mir jetzt allerdings nicht ganz sicher, ob das ein Gegenstand war, den man mitnehmen konnte. Für kostenlos nachladen. Oder ob das eine Fähigkeit war für später. Muss ich mir dann im Foundry später angucken, wenn ich die Zeit und die Ressourcen dafür über habe. Jetzt wollte ich Gauss-Waffen oder das da? Gauss-Waffen sollte ich erst machen, wenn ich einen Muton verhört habe, weil es gibt einen Research-Bonus. Also eher das, wobei der Fight aber auch nur 2 Tage. Das sind die Medium-UFOs, also ein paar von denen zumindest. Ich mache lieber den zuerst und danach die Aerospace-Geschichte. Das klingt soweit gut. Dann ist Metallurgie gleich fertig. Jop, auch sehr schnell vorbei. Ich habe immer noch nicht genug Geld, also mache ich hier nichts. Und da ist die Laserkette. Die sollten nach Amerika, richtig? Ja, weil die drei, erstmal sollten die jetzt umbenannt werden. Bump. 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 Einfach nur aus Nostalgiegründen. Weil ich glaube, es gibt einen ganz kleinen Bonus, wenn man sie umbenennt. Aber es kann auch nur Blabla sein. Egal, ich mache es trotzdem immer. Du, wer klingt von euch am coolsten? Gadget, Rascal oder Hammer? Na, ich nehme Gadget. Du, Loadout, bekommst die Laser Cannon. Auch wenn es wahrscheinlich eher zu Hammer passen würde. Huh? Und es ist auch komisch, dass, obwohl die Laser Cannon in Europa hergestellt wurde, dass sie instant in Nordamerika ist. Das war beim Original XCOM ein bisschen friemeliger alles, mit Sachen hin und her schicken und mehreren Basen. Das fand ich eigentlich wesentlich toller damals. Schade, dass sie es nicht übernommen haben. Aber na gut. Dup, 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 dup. Dahin. Satellite Uplink. Au. Nicht Afrika. Hey, das ist ungewöhnlich. Okay, sie haben wahrscheinlich genug von Afrika erobert und greifen jetzt Südamerika an. Panik ist da noch nicht sehr hoch. Aber ich denke, selbst wenn wir jetzt viele Zivilisten retten würden, was ich eigentlich fast nicht tue, weil meine Leute immer wichtiger sind. Also selbst wenn ich viele retten würde, würden wir trotzdem auf, keine Ahnung, 3, wenn nicht sogar 4 Panikpunkte kommen. Das ist nicht gut. Gut, lässt sich nicht ändern. Sand Skyrim. Was? Warte. Ich habe 24 Stunden. Bringt es mir, wenn ich irgendwas vor mit dem Satellite Uplink mache? Nö, ne? Nö, nicht wirklich. Okay, dann mach das bitte. Zack, zack. So, ich hätte gerne... Ich glaube, ich nehme Cookie als Chef mit und nicht Nicodemus. Weil ich brauche eh Engineers wegen, ne? Bam. Dann nehme ich dich auch noch mit als zweiten Ingenieur und dich dann als Heiler. Okay, also 2 Ingenieure, 1 Medic. Mindestens 2 mehr Infanterie wegen Doppelschießen. Das ist toll. So, dann 1 Gunner für Suppression. 1 Scout. Zum Scouten. Und was noch? Rocketeer für Shredder. Oder irgendjemand mit der Shredder-Munition. Ich weiß noch nicht gerade, wer das alles haben kann. Backup Medic wäre auch noch ganz nett, aber die sind alle nicht verfügbar. Assault, ja. Aber der Assault ist nur Stufe 2, also Specialist. Das heißt, er hat noch nicht die Nahkampffähigkeit, was eigentlich das Wichtigste bei dem Assault ist. Ja, nee. Nimm lieber noch einen Granatschmeißer. Nee, noch einen Infanteristen. So, besser. Okay. Dann mal ausrüsten. Du. Schwerrüstung. Also schwer in Anführungszeichen. Und das. Du genauso wie sie. Du bekommst noch eine Rauchgranate dazu, würde ich sagen. Smoke Grenade. Sehr gut. Thompson Scope. Und dich. AP-Granate bleibt, weil, ne, Chrysaliden und so.
Wobei bei den Terrormissionen jetzt auch die Cyberdisks vermehrt auftreten werden. Die gehören ja auch mit zu dem Repertoire an Terrorkram. Aber den brauche ich auch keine HE-Granaten. HE-Granaten brauche ich eigentlich nur, um Deckung wegzusprengen. Was sowohl bei den Discs als auch bei den Chrysaliden nicht wirklich wichtig ist, weil sie gehen nicht in Deckung. Die haben so einen Damage-Reduction-Bonus. So, General bekommt die, mit der er sich bewegen kann, die Waffe. Dann noch ein Scope. So, du bekommst... Ja, es wurde richtig angemerkt, dass ich den Scouts öfters mal eine Kesselrüstung gebe. Wobei das nicht unbedingt notwendig ist. Weil die Scouts hier im Gegensatz zu den Snipern nicht sich irgendwo hochhangeln müssen und dann da oben bleiben. Die Sniper gehen einmal hoch und nehmen eine Schützenposition ein. Die Scouts müssen eigentlich immer weiter vorwuseln. Das heißt, sich irgendwo hochhangeln ist nicht unbedingt so sinnvoll. Und mit der Rüstung überlebt sie ein bisschen länger. Also ich mach das mal so. Motion Tracker. Wenn wir später die fliegende Rüstung haben, dann steige ich vielleicht bei den Scouts auch rum. Aber bis dahin ist das so schon okay. Dich da. So, Granate noch. Nee. Ich wollte gerade sagen, es wäre vielleicht ganz praktisch, wenn wir noch ein, zwei Leute haben, die normale Granaten besitzen, um Löcher in Wände zu sprengen. Also um eine bessere Schussposition zu bekommen. Aber dafür haben wir unsere Ingenieure hier, die jeweils beide Granatentypen haben. Das auch zweimal. Das sollte okay sein. Also, alle haben Rüstung an, alle haben Laserwaffen, keiner mit einer komischen AK noch oder dergleichen. Ne, okay, go. Ja, es ist keine AK, ich weiß. Strike one. So, welche Karte? We're moving into Argentina next. Was ist das? The threat seems to be the most pressing. We're picking up civilian comm traffic indicating alien activity spreading throughout a residential section of the city. We should move quickly on this one to prevent further casualties. Die Karte sagt mir auf den ersten Blick aber nichts. Scheint irgendein Geschäft zu sein, ja, aber... Na gut, werden wir gleich sehen, wenn wir da sind. Ja, minimize civilian casualties. Nein. Minimize XCOM casualties. Das ist der Plan. Zivilisten sind mir sowas von Wayne. Also wenn man alle rettet, steigt die Panik in so einer Messliche. Also, ne? Das hätten sie ein bisschen anders belenken müssen. Wobei ich zugegebenermaßen noch nie eine Mission hatte, wo ich wirklich 90% der Zivilisten oder so gerettet habe. Vielleicht ist dann die Panik einigermaßen machbar, aber 90% zu retten, dann müsste man mit dem ganzen Trupp in der ersten Runde mitten in die Karte reinstürmen. Dürfte damit keinem einzigen sterben und dann müssten alle Gegner in der Runde sterben. Durch die 8x kommen Leute, das geht einfach nicht. So, da wäre ein Zivilist, wir haben ein schönes Dach. Wenn ich hier reinlaufe, trigger ich eventuell zu viele auf einmal. Wo ist mein Scout? Da ist mein Scout, natürlich ganz hinten. Doofe Ecke. Geh mal. Erstmal dahin. Und gucken, ob hier im Gebäude irgendwas drin ist. Oh. Direkt nördlichen dicken rechts. Neben dem dritten Zivilisten. Also neben dem da. Zwei. Hier drin. In dem Raum ist eine Gegnergruppe. Okay. Sollte jetzt nicht so wirklich ein Problem sein. Nur das heißt, das Dach hier ist frei, richtig? Das heißt, du könntest da hochgehen. Zwei Sachen, die ich nicht bedacht habe. Einmal bin ich recht weit vorgegangen. Das heißt, ich hätte auch so oder so noch eine zweite Gruppe triggern können. Wir sind noch zwei auf dem Dach. Und ich habe vollkommen ignoriert, dass der Kontakt hier neben ihm auch auf dem Dach sein könnte. Denn wäre der Char hier mitten reingelaufen. Ja, oh ja, Glück gehabt und so. Du ebenfalls hoch. Eigentlich will ich sogar mit allen hier hoch und dann mit etwas Glück irgendwas von unten triggern. Und dann schön von oben runterballern. Wegen Positions- oder Höhenvorteil.
Aber ich müsste einen unten behalten zum Aufscheuchen, richtig? Ich glaube nicht, dass sie von alleine kommen, die Gegner. Die haben so viel zum Töten, da müssen sie nicht auch noch zu unseren Leuten hinstampfen. Okay. Ich lass dich mal hier unten. Du. Sollte nicht zu nah beieinander stehen. Also immer mindestens ein Feld dazwischen frei. Overwatch. Vielleicht den Granatenschmeißer doch nicht alleine lassen hier? Ja. Du hast eh keinen Namen. Du kannst hier unten bleiben. Bei Sorak. Ihr beiden bitte auch noch hoch. Nee, nicht dahin. Geh mal ruhig mittig von dem Dach hin. Solltest du nicht triggern können und kannst dann später flexibler gucken, wo du dich abseilst. Also da oder da. Bisschen gefährlich, aber mal gucken. Sollte von da aus nichts sehen können. Also wenn da unten irgendwie Gegner sind. Ja, okay. Dann zeig mal her. Oh, hallo. Okay. Die Fächern ist im Overwatch, das ist nicht gut. Oh, das ist noch viel schlechter. Okay. Das heißt, wir haben zwei flankierte XCOM-Leute. Wenn sie sich bewegen, werden sie erschossen. Wenn sie sich nicht bewegen, werden sie aufgefressen. Das ist, ja, okay. Du stell dich mal da. Solltest nicht sein Overwatch triggern. Und schießt von hier aus bitte auf. Auf so einen kleinen, weil er hundertprozentig tot ist. Ne, die halten inzwischen auch mehr aus. Die Kleinen sind primär nur nervig wegen Schild auf ihnen machen, aber ich werde ihn diese Runde nicht töten. Die da sind sehr nervig. Ich kann mal versuchen, ob ich da einen Trickwurf machen kann, dass ich die irgendwie treffe. Mit Abprallen vom Boden und so. Nee. Das heißt, du könntest von hier oben höchstens einen von denen anschießen. Aber die haben nur 63% Trefferchancen. Das ist doof. Ja, warte mal. Gucken, was die anderen so haben. Ich bräuchte eigentlich jetzt den Scout. Den da. Und der Scout müsste den Overwatch triggern. Da triggerst du keinen Overwatch. Oh, dann sprint mal da an halbe Deckung, weil halbe Deckung so super toll ist. Ja. Gut. Lightning Reflex. So, jetzt können die beiden da weggehen. Und es ist gut, dass er noch Plasmawaffen hat. So, was mache ich jetzt da unten mit... Oh, haben die viel HP? Ah, echt krank. Du... Ist ein bisschen mulmig, ich weiß. Manchmal muss da hingehen. Ja, du gehst da in Deckung, schmeißt eine Granate da rein. Du gehst da in Deckung, schießt einen anderen an. Denk, wie viel HP die über haben. Hier. AP-Granate mit rein. Go. Schön Schaden. Ja, ist ordentlich. So, hier ist kein Loch, wo ich durchschießen könnte. Du, geh bitte dahin. Nee. Geh. Oh, das sieht gut aus. Das sieht noch besser aus. Geh dahin und schmeiß deine Granate dahin. Auch wenn seine Granate nicht ganz so viel Schaden macht, ich hoffe mal, dass wenigstens der eine da stirbt. Der da hat noch weniger. So.